Moin, ihr Füchse da draußen und willkommen zurück im Fuchsbau. Ich bin euer Blaufuchs und begrüße euch wieder recht herzlich zurück hier zu Okami HD. Wir sind jetzt gerade auf dem Weg zur Oni-Insel. Die gute Königin der Drakonier hat sich mal kurzerhand in einen Wasserdrachen verwandelt, damit sie uns es ermöglicht, hier hinüber zur Oni-Insel zu kommen und die Barriere zu durchbrechen. Das ist die einzige Möglichkeit, wie man überhaupt dahin kommt. Und es sah sehr aussichtslos aus, da der eigentliche Wasserdrache ja gestorben ist. Aber wie wir im letzten Part erfahren haben, war er nicht ganz so tot, wie wir annahmen. So, nichts wie rüber hier. Hör zu, Amy. Himiko wacht vielleicht über uns. Also versprich mir, dass du nicht einfach aus irgendeinem dummen Grund aufgibst, wie dass du hungrig bist oder auf die Toilette musst. Bist du bereit? Ja, ich werde mich im Zaun halten und jetzt nicht aufs Klo müssen. Okay, dann... Ich werde dich an dieses Versprechen erinnern. Ja, mach mal, Isun. Ich bin da zuversichtlich, wir kriegen das schon hin. So, das sieht doch mal Uni-inselig aus. Okay, das sieht schon feuerlich aus. Deswegen brauchen wir die Feuertafel. Also ohne Feuertafel ist man hier wohl ein bisschen angeschmiert, ey. Wahrscheinlich kann man ohne Feuertafel hier gar nicht rein. Das sieht schlecht aus. Normalerweise wären wir jetzt gut durchgebraten, wenn wir das Zeug anfassen. Aber für dich sollte es jetzt nicht mehr anders als Wasser sein, Amy. Komm schon, wie wäre es mit etwas von deiner Wassermagie? Wir probieren das einfach mal aus. Hätte jetzt das Spiel jetzt gesagt, ey, warte mal, Amy, wir können da nicht rauf, denn wir verbrennen. Also guck mal, dass du was findest. Ne? Wir zum König zurückgehen müssen und dann hätten wir uns da diese Tafel holen können. Aber wir besitzen die ja schon. Insofern alles gut. So, wollen wir unsere Seele einmal kurz safen. Zwang. Oni-Insel. Falls ihr seltsame Geräusche im Background hört, meine Katze muss gerade ihren Kratzbaum vergewaltigen, ne, Kero? Ja. Ja, du Trottel. So. Wo sind wir hier und wo führt es uns hin? Okay, let's do this. Es gibt hier so mehrere Orte, wo wir wohl hin können. Einmal kann man da links lang und einmal kann man hinten rechts lang. Oder würde ich sagen, gehen wir als erstes mal da so links lang. Oh, wenn ich jetzt noch ein anderes Item hätte, von dem wir noch nicht wissen können, dass es das bald gibt, dann wäre es jetzt so viel schöner. Das Problem, was wir hier haben, im Gegensatz zu normalem Wasser, können wir hier, glaube ich, keine... Blättchen. Ich versuch's mal, weil die müssten hier sofort verbrennen. Ja, jetzt habe ich Wind gemacht. Das ist auch nicht schlecht, aber eigentlich wollte ich so ein Blatt machen. Siehst du, da keine Chance. Deswegen muss man hier ein bisschen aufpassen, wie man sich so bewegt. Und wie schnell. Also wir gehen jetzt einfach mal da entlang. Gucken mal, ob wir da irgendwas finden, weil es sieht ja schon so aus. So. Wenn hier noch was rumliegt, sollte man das auch mitnehmen, ne? Was haben wir denn da? Perle. Perle geht immer klar. So, dann geht es da schon hoch. Aber da ging es ja auf der anderen Seite auch noch lang. Ne? Aber ich glaube, wir gehen einfach da oben am Rand entlang und gucken, was wir auf der anderen Seite verpasst haben. Dann müssen wir da nicht durchschwimmen. Das dauert nämlich sonst so lange. Das sollte ja eigentlich klappen. Gucken wir mal. So, erstmal hier die Feuersbrunst begnadigen, kämpfen, irgendwas. Ganz ruhig, Amy. Alles wird gut. So, da sehen wir auch schon. Gibt es hier hinten noch irgendwas? Die verstecken ja mal ganz gern so in kleinen Ecken. Aber hier ist nichts. Gut, dann in die andere Richtung. Oh, das geht aber hoch, das Ding. So, okay. Ich muss zugeben, hier war ich, glaube ich, auch schon länger nicht mehr. Aber das kriegen wir alles hin. Zack, was ist hier los? Ein bisschen Futter, mehr nix. Oha. Was seid ihr denn für Dingers? Alles klar. Mal gucken, ich habe so das Gefühl, man muss da von hinten rauf. Oh, holy shit. Einfach raufhauen. Kann ich da von hinten so, hier geht das? Ne? Oh, holy shit. Holy shit. Oh, ausweichen. Irgendwie. Also wenn die Kacke machen, dann kann man wunderbar draufhauen. Oh, vorne kann man nicht treffen, das heißt, wir müssen nach hinten durch ausweichen und dann von hinten. Da klappt das. Was ist das? Warte mal, jetzt habe ich vergessen, den Anzug pinkeln. Das ist natürlich ein bisschen ärgerlich. Warte, den... Wow, holy shit, was macht der denn hier? Hörst du mal auf da? Aua, ich muss dich nur anpinkeln. Warte. Okay, der wehrt sogar mein Pipi ab. Das ist nicht gut.
müssen wir nach hinten. Warte, 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 warte. Oh, jetzt renn doch nicht weg. Wie soll ich dich denn so besiegen? Ja, sehr fein. Oh, mach du ruhig deinen Gubbel. Das ist schon in Ordnung. So, warte, dann kriegst du jetzt hier den. Zack, rein. Oh, seine, seine Platte ist kaputt. So geht das also. Wenn die doof sind und wir schneiden, dann verlieren die wohl ihre Platte. Und danach sind sie super schwach. Seht ihr, dann haben die keine Chance mehr, noch irgendwas zu machen. So, zerschneiden bringt leider keine Zähne mehr. Ich weiß nicht, ob das Absicht ist oder ob ich einfach die Technik noch nicht verstanden habe, die man für die benutzen muss. Ich habe, wie gesagt, immer noch nicht nachgesehen. Aber eines Tages, wenn wir dann durch sind, gucke ich mal nach. So. Ja. Will sich auch nicht spoilern, ne? Was ist denn hier unten noch? Da ist definitiv noch was. Oh, guckt euch das an. Das Gemeine ist, man kommt man hier hoch. Ich glaube, hier kommt man gar nicht hoch. Das ist gemein. Aber egal, ich kann jetzt nicht gehen, ohne dass wir das geholt haben, was da ist. Wobei, das sieht nicht so aus, als wäre da was. Ich kann nichts erkennen. Da ist nichts. Da ist nichts. Nee, dann brauchen wir auch nicht runtergehen. Es sei denn, die Sichtweite ist gerade wieder nicht hoch genug und ich erkenne es deswegen jetzt nicht. Aber dann haben wir Pech gehabt. Aber das probiere ich jetzt nicht aus. Ich glaube, da ist nichts. Ich bin mir ziemlich sicher, dass da nichts ist. Kann ich das einfach zerschneiden hier oder wie komme ich da rein? Ach nee, es geht ganz einfach für mich auf. Das ist nett. So baut man natürlich seine Barrikaden gegen Feinde auf. Wenn ein Feind kommt, dann öffnet sie sich automatisch für ihn. Oh, weil ich glaube, der Typ ist einfach nur sehr selbstsicher und geht nicht davon aus, dass wir irgendwie eine Gefahr für ihn darstellen. Was ist das denn? Uni-Insel. Man muss schon ziemlich verrückt sein, hier eine Burg zu bauen. Ich wette, diese verblödeten Monster glauben, sie sind ganz große Nummern. Jetzt zeig ihnen mal, wo sie hingehören. Indem wir uns den Weg an die Spitze freikämpfen. Und diese fuchsköpfige Schlampe an den Haaren herunterziehen. Mein Gott, Isun, was bist du denn so bös? So kenne ich ihn ja gar nicht. Was bist du denn für einer hier? Moin. Oh, wer ist denn da? Wie bist du denn hierher gekommen? Du bist doch nicht hierher gekommen, um uns armen Bewohner der Uni-Insel anzugreifen, oder? Wenn doch, dann werde ich darauf reagieren müssen. Ein Kampf, um alle Kämpfe zu beenden. Und was ist der beste Weg, das zu klären? Natürlich ein bisschen Geschäfte zu machen. Okay. Dann kaufen wir mal ein. Erstmal verkaufen wir, was wir so wieder an Zeugs haben. Jo. 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 Das auch. Und das auch. Hast du vielleicht, zeig mal, irgendwelche Waffen? Oh, guck mal da, den Siebenstreich hat er. Schwert mit siebenzackiger Klinge. Verleiht die Tintenkugel Kraft. Kero, jetzt ist er von seinem Kratzbaum gefallen. Ja, Mann, ey. Katzen, ne? Ich sag da nichts zu. Wir kaufen die einfach mal, weil ich will einmal alle Waffen besitzen. Das fühlt sich einfach gut an. Heiliger Knochen L, da könnte man natürlich auch mal, wie viel haben wir denn da? Einen. Lieblingsgesinnung, Wiederherstellung, Solarenergie. Könnte man mal so 10 Stück von kaufen, ne? So sicher ist sicher. Mehr braucht man eigentlich nicht. Vielleicht noch, ne, der Rest ist eigentlich, pff, ne, das sollte passen. So, dann saven wir einmal kurz. Für den Fall der Fälle, dass irgendwas passiert. Hat ja Isun auch am Anfang gesagt, man soll oft speichern. So, ich trinke dabei ein Schluckchen Kaffee. Mm. 21, 23, alles klar. Ich habe übrigens immer noch keine Wii Motion sonst irgendwas, wie sag ich schon, PlayStation Motion Plus Gedöns, weil irgendwie, ich habe mal so überlegt, außer Okami habe ich jetzt gerade gar kein Spiel, wo man das für gebrauchen könnte. Und so irgendwie Heavy Rain oder so, das muss ich nicht unbedingt mit so einer Geschichte spielen, also hat sich für mich momentan noch nicht so der Sinn ergeben. Deswegen habe ich das doch erstmal noch zurückgestellt. Weil diese ganzen Tanzgeschichten und was weiß ich was, da brauche ich alles nicht. Machen wir mal ein bisschen Wind, so. Oh, ist das süß. Kleine böse Füchse, ey. Nochmal Wind. So, dann einmal schneiden. Ich glaube, das löst die dann auf, ne? Wenn man sie so schneidet. Oh, holy shit. Oder sie sind kaputt, eins von beiden. Oh, Wind scheint auch gegen das Blitzding zu helfen. Was mich ein bisschen erstaunt. Aber ja, das ist wahrscheinlich einfach nur... weg! Scheiße. Wenn man springt, kann man nicht ausweichen. Das ist doof. Das ist wahrscheinlich der Nebel, den man da wegbläst. Elektrifizierter Nebel. Jetzt habe ich die wieder nicht angepinkelt. Ich muss mal daran denken, die Leute anzupinkeln vorher. Wir brauchen ja Zähne. Ich glaube, 100 brauchen wir mindestens für das letzte Item, was uns noch so wirklich... was wirklich noch gut ist. Das gibt es auch, glaube ich, schon nach der Uni-Insel. Warum sind hier so komische Lichter? Soll ich da mal rüber gehen? Oder lieber nicht? Alles klar, das hat nicht so gut funktioniert.
gehen wir da lieber nicht rüber. Und gehen wir zurück. Ihr seht, es ist so leicht blind jetzt wieder, ne? Wir haben inzwischen seit dem Draconia-Tempel einen Ort erreicht, wo ich das Spiel nicht mehr in- und auswendig kenne. Jetzt muss ich selber wieder nachdenken. Aber wir kriegen das hin, das ist gar kein Problem. So. Okay, jetzt geht's mal hier durch. Okay, dann geht's hier um die Ecke, dann... Oh, Achtung! Und dashen. Läuft. Ein Bullenhorn, ja, für den Elite-Dragon. Das nächste kannst du dir dann auch die Wand hängen, das schicke ich dir per Post zu. Ich glaube, zum Geburtstag gucke ich mal, ob ich irgendwo ein Bullenhorn finde. Da weiß ich, was jemand zum Geburtstag bekommt. Egal. Was ist das denn hier? Erstmal gucken. Zum Labyrinth der Folterung. Oh, das klingt ja nett. Bevor du im Labyrinth der Folterung spielst, beachte Folgendes. Ein Schritt auf den Fußschalter und das Dämonenband wird beginnen, sich zu bewegen. Passiere das Ausgangstor als erster oder du wirst eingeschlossen werden. 2. Drücke die Viereck-Taste, um zu rammen. Und halte den linken Stick vorwärts, um zu sprinten. Sprinten ist der schnellste Weg, das Ausgangstor zu erreichen. 3. Das Labyrinth der Folterung ist zur Unterhaltung für jeden auf der Uni-Insel, also macht keine Unordnung, wenn ihr spielt. Spielen! Wir spielen im Labyrinth der Folterung! Okay, alles klar. Wow, diese Monster haben ja sogar Regeln und sowas. Alles klar. Das ist wohl der Schalter. Entschuldige, mein Herr. Darf ich fragen, was ihr hier macht? Ist das Tobi? Hat dieses Müllpapier gerade etwas gesagt? Das ist Tobi! Müllpapier, bitte beleidige mich nicht. So unflätigen Namen. Mein Name ist Tobi. Hi, Tobi. Böses Wesen, Tobi. Ja. Ja, wie auch immer. Also, was willst du, Quasseltüte? Ich diene als Torwächter hier auf der Uni-Insel. Meine Aufgabe ist es, verdächtig aussehende Leute fernzuhalten. Ich habe euch noch nie zuvor hier gesehen, mein Herr. Wer seid ihr und was ist euer Anliegen? Sprichst du mit meinem pelzigen Freund hier? Nun, das hier ist Sprinter Amy. Genau. Wir müssen so schnell wie möglich auf die Spitze dieser Festung. Es tut mir leid, wir haben genug mit dir geredet. Ich befürchte, dass ich das nicht zulassen kann. Hast du mich nicht verstanden? Ich bin ein Torwächter. Auf der Uni-Insel. Aber lassen wir die Formalitäten. Also, mein werter Herr, ihr seid also als Sprinter Amy bekannt. Nun, ich betrachte mich selbst auch als Wettläufer, wisst ihr? Wie wäre es mit einem kleinen Wettrennen? Einfach nur ein Rennen, um zu sehen, wer als erstes das Ausgangstor da drüben erreicht. Dieses Schild hier erklärt, wie man gegen mich ein Rennen macht, das habe ich schon gelesen. Aber wie ihr gesagt habt, genug geredet. Von jetzt an, lasst das Rennen für uns sprechen. Okay, ich muss also über den Schalter und dann muss ich Gas geben. Und wir müssen dann immer Erster sein. Oh, das gibt sogar Geld. Alles klärchen. Das ist ja blöd hier. Voll die Zeitkacke. Oh, holy shit. What the fuck ist denn hier los? Nicht schlecht, werter Herr. Aber für mich war das nur eine kleine Aufwärmrunde. Jetzt sollt ihr erfahren, was ich wirklich kann. Jetzt frage ich euch, werter Herr, könnt ihr es ertragen, bei lebendigem Leib aufgespießt zu werden? Stolpert und ihr werdet kopfüber in einen See voller Nadeln fallen. Nun, könnt ihr das vertragen? Wovon redest du da? Ich meine, wer könnte das? Nun, was immer auch passiert, bitte gebt nicht auf. Es ist so aufregend, endlich einen würdigen Gegner nach so langer Zeit gefunden zu haben. Oh, das sieht ja wirklich einladend aus. Wo ist denn der Ausgang? Alles klar. Oh shit. Wie soll man denn das in der Zeit schaffen? Eieiei, wir machen es erstmal langsam und gucken überhaupt, wie wir darüber kommen. Ah, der ist selber langsam. Oh shit. Das ist ja furchtbar. Okay, das wird noch ein bisschen dauern, das sage ich euch jetzt schon. Kann ich die Kamera noch ein bisschen... Nee, rauszoomen ist nicht mehr. Alles klar, dann geht's hier rüber, so. Dann gehen wir hier rüber, so. Und dann gehen wir hier rüber. Ah, seht ihr, Leute, das läuft. Wupp! Blöder Tobi.
So, wir müssen uns immer noch ein bisschen umgucken, nicht, dass wir irgendwelche Kisten oder sowas übersehen, versteckte Perlen und genauso wie hier jetzt oder Tiere, die man füttern muss. Wobei auf der Uni-Insel, ich glaube, da leben nicht so viele Tiere. Die Artenvielfalt soll sehr eingeschränkt sein, habe ich im Reiseführer gelesen. So, das war das. So, es wird langsam irgendwie grauer, habe ich das Gefühl. Aber okay, wir nähern uns auf jeden Fall. Ach hier, das wird die Katze. Okay, wupp. Hier müssen wir hoch. Zack, zack. Zack, zack. Zack, zack. So, also ohne Pinseltechniken kommt man hier sowieso nicht weiter. Okidoki. Ist irgendwie ein ziemlich langer Weg bis zum nächsten Rennen, aber ah, da ist er ja wieder. Moin, Tobi. Ihr seht ein bisschen außer Atem aus, wer daher. Riskiert nicht euer Leben, weil ihr es übertreibt. Der tresorförmige Weg vor uns ist nicht ganz so gefährlich. Sollen wir? Okay. Scheiße. Keine Chance. Wenn ich hier unten lang lande, habe ich versagt. No chance. Es sei denn, er merkt sich das. Aber selbst dann nicht. Nee. Oh, shit. Okay, nochmal. Wir müssen hier lang. Dann da lang. Dann da lang. Dann da lang. Dann da lang. Und hier lang. Und dann raus. Siehste mal, das läuft doch. Tobi, du hast keine Chance. Naja, wobei... Oh, was geht jetzt ab? Ich muss dich jetzt warnen, werter Herr. Der wahre Horror des Labyrinths, der Folter, beginnt hier. Vielleicht wäre es besser, wenn wir jetzt aufhören. Und dann soll ich mir den Titel hier nicht holen, oder was? Kriegst du jetzt kalte Füße, du Stück Müll. Jetzt hör auf zu labern und lass uns anfangen. Ich hatte gehofft, dass ihr das sagt, mein werter Herr. Der Weg der Segen liegt vor uns. Jetzt lege ich erst richtig los. Der Papier und Segen, ich weiß nicht. Wir sind zu langsam. Oh, oh, shit. Oh, wir sind zu langsam. Wir sind definitiv zu langsam. Oh, my goodness. Tobi, nein! Wir sind zu langsam gewesen. Viel zu langsam. Wie kommen wir denn über den Weg der Segen in schneller? Okay, wir müssen gucken. Wir müssen aufpassen, dass wir nicht bremsen. Gebremst. Wenn wir bremsen, haben wir verloren. Das muss ohne Bremsen gehen. Hier müssten wir also zu doppelt drüber kommen. Und jetzt lauf, 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 Amy. Du musst ihn überholen. Oh Gott. Ah, shit. Okay. Ich häng noch. Amy, los. Wir müssen da durch. Ach, scheiße. Ja, jetzt habe ich dich ausgetrickst. Und nun? Was nun? Kacke. Jetzt müssen wir einmal, glaube ich, zurück und das nochmal triggern. Also hier kommen wir, glaube ich, doppelt drüber. Mal sehen. Hier kommen wir mit einem Doppelsprung, aber dann hängen wir hier fest. Ah, mal gucken. Es lief ja schon mal besser. Kriegen das schon hin. So, Tobi. Wir nehmen ein bisschen Anlauf und los geht die Luzi. Ah, nein. Dein X hat nicht funktioniert. Egal, wir schaffen das, glaube ich, trotzdem. Los, 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 Amy. Oh, das gibt's doch nicht. Ah! Uhuhu, das war knapp. Im Grunde haben wir aber eigentlich verloren. Aber egal. Puh, solange Tobi das nicht merkt, dass wir hier so ein bisschen cheaten, ist alles in Ordnung. Eieiei. Lackwaren-Set. Na, das ist doch mal nice. Jedes Stück dieser japanischen Lackwaren ist einzigartig. Ja, ich weiß, ich weiß, ich weiß. Geht's noch weiter? Da ist das nächste Rennen. Aber wie ich gerade sehe, haben wir noch 21 Sekunden. Das reicht, um es wenigstens einmal zu versuchen, ne? Oh, bei nee, wenn er jetzt noch quatscht. Was für ein gutes Rennen ihr gelaufen seid, werter Herr. Sprinter Amy ist wirklich ein passender Name. Aber ich kann es nicht weiter vertragen zu verlieren. Das betrifft meine persönliche Ehre. Nun, wollen wir... Der Weg der dämonischen Rede erwartet uns. Ja, aber erst im nächsten Part, wie ihr hört, der Weg der dämonischen Rede muss... Das ist auch ein schönes Endbild.
Gut, ihr hört es, es ist leider mal wieder soweit, der Part ist rum. Ich bedanke mich bei euch erstmal fürs Zusehen, hoffe, ihr hattet soweit Spaß. Wenn euch das gefallen oder nicht gefallen hat, lasst entsprechende Däumlein da. Kommentare und Feedback dürft ihr wie immer gerne unter das Video posten. Und ansonsten sehen wir uns, wenn ihr Lust habt, im nächsten Part wieder und werden uns den dämonischen Rädern stellen. Bis dahin wünsche ich euch viel Spaß beim Zocken. Tschüss, euer Blaufuchs. Und natürlich auch die flauschige Amy. Und Kero. Tschüss.